أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام عليكم ورحمة الله liebe Geschwister im Glauben. Alhamdulillah, wir stehen gerade hier vor einer Diskothek oder ehemaligen Diskothek. Und wir Brüder aus Mönchengladbach, vom Mönche des Sunna, subhanallah, haben die einmalige Gelegenheit, umzuziehen, subhanallah, von unserer jetzigen Moschee auf der Aigner Straße. Hier dieses ganze Komplex mit drei Wohnungen und da vorne ist ein Ladenlokal. Und wir haben auch vor, hier einen Kindergarten drin zu errichten. Da hinten gibt es auch noch einen größeren Garten von etwa 300 bis 400 Quadratmeter. Ich weiß jetzt nicht genau die Angaben davon. Auf jeden Fall, subhanallah, wir haben die Möglichkeit, ein Haus des Shaitans, subhanallah, zu einem Haus Allahs umzuwandeln. Und ihr seid jetzt gefragt, wir brauchen eure Unterstützung. Denn wir müssen bis zum Ende des Jahres müssen wir eine gewisse Summe zusammenbekommen, damit wir dieses Gebäude überhaupt nehmen können. Und diese Summe, die beträgt 100.000 Euro. Und wir hoffen, dass ihr uns zahlreich unterstützt. Und wie gesagt, ihr bekommt alle viel Belohnung. Inshallah, weil wir kaufen dieses Grundstück dann. Es wird dann nicht gemietet oder so, es wird dann gekauft. Dann wird ihr inshallah eine Sadaka Jaria verrichten. Weil subhanallah, das ist eine Sadaka, die dein ganzes Leben, auch wenn du stirbst, immer noch weiterläuft. Solange dieses Gebäude und existiert als Moschee Allahs und Leute ihre Gebete hier verrichten. Wäre sehr schön, wenn ihr uns unterstützt. Wir zählen auf euch, auf jeden, egal ob Mann oder Frau. Auch wenn es nur 1 Euro ist, versucht zu spenden. Die Kontodaten werden eingeblendet. Jazakumallah, der Bruder Hamza wird euch auch noch ein paar Takte dazu sagen. Geschwister im Glauben, so wie ihr jetzt sehen könnt, dieses Gebäude war mal eine ehemalige Diskothek, jahrelang. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird es inshallah mit seiner Erlaubnis, wenn wir schaffen, hier eine Moschee zu machen, ein Haus Allahs. Vorher war das ein Haus von Shaitan, wo schlechte Taten begangen worden sind, Sünden und Sachen, die nicht gut sind. Und Alhamdulillah, wir können mit eurer Hilfe und eurer Unterstützung natürlich, weil wir können das nicht alleine schaffen, können wir etwas vom Schlechten zum Guten machen. Und das ist eine gute Sache, eine positive Sache. Und ich rufe alle Geschwister und Brüder, die finanziell helfen können, die uns helfen können in der Hinsicht, dass sie das machen. Es ist eine einmalige Chance. Vielleicht Allah, man weiß nicht, Allah allem bekommt man diese Chance nicht mehr. Und deswegen, wie ihr sehen könnt, wir wollen hier einen Ort verändern. Wir wollen diesen Ort zum Guten führen. Wir wollen was Gutes hier erreichen, unsere Aktivitäten hier fortführen. Auch diese Kindergarten, was wir euch gesagt haben, oder wovon wir sprachen, das wollen wir auch hier öffnen. Es werden viele Sachen einfach angeboten. Viele Sachen werden einfacher. Wir können Seminare, alles Mögliche planen, was uns vorher nicht möglich war. Und ihr seid jetzt gefragt und wenn ihr helfen könnt, hilft einfach und wir werden uns freuen für jede Hilfe, sei es auch ein kleiner Betrag und jede Hilfe wird bei Allah Ta'ala inshallah auch angerechnet. Mubarakallahu fik. Und weiter, liebe Geschwister, müsst ihr euch vorstellen, subhanallah, wenn ihr jetzt zum Beispiel das seht, was hier alles an Schlechten getrieben worden ist in dieser Diskothek. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen, subhanallah, hier sturzbesoffen nach Hause gegangen sind. Und jetzt stellt euch mal vor, dass wir vielleicht hier das Gebet zusammen verrichten werden, dass wir hier Seminare starten werden, dass unsere Kinder islamisch erzogen werden, wie viele positive Aspekte, subhanallah. Also es ist eigentlich ein Erfolg, wenn man sieht, subhanallah, wie Allah subhanahu wa ta'ala vom Schlechten etwas ins Gute wenden kann. Und obendrauf, derjenige, von dem wir das kaufen können, das ist ein Muslim, subhanallah. Das heißt, wir können das Ganze auch zinslos können wir kaufen und das ist auch nochmal ein Geschenk Allahs, weil wir haben in den ganzen Jahren haben wir versucht, ein Gebäude zu finden, subhanallah, wir haben nichts gefunden und wenn man uns etwas geben wollte, dann war es auch zum Kauf, dann hatten wir die finanziellen Möglichkeiten nicht und dann hat man uns dann halt nahegelegt, Zinsen zu nehmen und die können wir halt nicht nehmen. Deswegen danken wir Allah, subhanallah, dass jetzt auch noch ein Bruder gekommen ist, der uns das Ganze vorgeschlagen hat, den das selber gehört und der möchte auch nicht, dass so etwas Schlechtes weiter hier existiert. Er möchte natürlich auch, dass ein Haus Allah, subhanallah, hier errichtet wird. جزاكم الله خيرا. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.
Das ist jetzt hier der vordere Bereich vor der Diskothek. Und hier haben wir uns gedacht, wenn das halt alles klappen sollte, dass wir den Frauenbereich später hier inshallah eröffnen werden. Da hätten die Frauen auch 2 bis 3 Mal so viel Platz wie vorher. Und hier oben drüber sind dann halt noch 3 Wohnungen, wo dann auch noch Mitglieder einziehen können. Und wie gesagt, hinter der Diskothek gibt es auch noch einen Garten, wo wir dann auch dann Rutsche und Sandkasten und alles für unsere Kinder dann da aufbauen wollen, damit wir dann halt die Kindertagesstätte auch errichten können. Liebe Geschwister im Glauben, Subhanallah, ihr müsst euch jetzt auch noch vor Augen halten, Subhanallah, dass wir verhindern können, dass überhaupt Schlechtes hier weiter stattfindet. Dass ein Haus des Shaitans geschlossen wird und ein Haus Allahs eröffnet wird. Und das ist auch das sollten auch von uns allen die Absichten sein, dass viel Gutes verbreitet wird und das Schlechte alles ausgelöscht wird. Wenn wir wollen nicht, dass Drogen sich vermehren, wir wollen nicht, dass Prostitution sich vermehrt und dass Jugendkriminalität und all die ganzen Sachen, wollen wir, dass sie aufhören. Das ist noch ein i-Tüpfelchen obendrauf, wenn man daraus jetzt eine Moschee machen kann, als ein Haus des Shaitans schließt. Denn es kann sein, wenn wir daraus jetzt kein Haus Allahs machen, dass in 1-2 Wochen wieder jemand anders eine Diskothek daraus eröffnet. Und deswegen bitten wir euch um eure Unterstützung und es geht auch nur gemeinsam. Wir brauchen euch, wir brauchen uns alle gegenseitig. Das ist der Islam, dass wir alle in der Gemeinschaft zusammen, jeder seinen Teil zu beiträgt. Wir versuchen das, was wir können und jeder sollte jetzt versuchen, was er kann. Wir sagen,